Moin Leute, Muizi hier. Es ist endlich soweit. Die gesamten offiziellen Patch Notes für Season 20 sind draußen und wir schauen sie uns heute einmal gemeinsam an. Es gibt einige Dinge bei diesen Patch Notes, die wir bereits schon komplett in anderen Videos, wie zum Beispiel im Early Patch Notes Video und unter den ganzen anderen Videos besprochen haben. Und deswegen werden wir natürlich nicht nochmal auf diese Dinge eingehen, da ich mich sonst nur doppelt und dreifach wiederholen würde. Falls ihr da ein paar Sachen verpasst haben solltet, dann blende ich euch immer oben rechts in der Infokarte und auch in der Videobeschreibung das jeweilige Video ein. Das betrifft jedenfalls die Free-Belohnungen, also die 6 Legenden, die wir nächste Season kostenlos bekommen werden, die Map-Rotation, die aus Olympus, Stormpoint und World's Edge bestehen wird, das 120 FPS-Update für die Next-Gens, die Entfernung von Clubs und die neuen Legenden-Perks. Was wir noch nicht wussten, betrifft den Rampart-Spot Große Maude auf Rand der Welt, denn die Waffen, die man dort normalerweise mit Herstellungsmaterialien kaufen konnte, bekommt man nun einfach kostenlos. Man kann sie jedoch nicht sofort nach dem Landen aufnehmen, sondern muss immer erst einen kleinen Moment warten. Weiterhin wird es keine goldenen Waffen mehr geben, aber dafür eine größere Waffenauswahl und Loba ist mit ihrer Ulti die einzige Legende, die in der Lage ist, zwei Waffen gleichzeitig zu nehmen. Nun kommen wir auch schon zu den richtigen Patch Notes, also den richtigen Änderungen für Care-Pakete, Waffen, Legenden und mehr. Und als erstes kommen wir zur Care-Paket-Rotation und hier wird die Prowler aus dem Care-Paket rauskommen und die Eva dafür reingehen. Dabei wird die Prowler von 16 auf 15 Schaden pro Kugel reduziert, die Feuermodus Anpassung entfernt, die Zeit zwischen den Bursts etwas erhöht und die Streuungsverzögerung erhöht. Bei der Eva wird der Schaden pro Kugel von 7 auf 6 reduziert, was bedeutet, dass sie bei einem kompletten Körpertreffer statt 56 nur noch 48 Schaden machen wird, ihre Feuerrate von 2,4 auf 3 erhöht, ihr Rückstoß reduziert, weiterhin bekommt sie eine Hammerpunktanpassung, wodurch sie 20% mehr Schaden auf normales Leben machen wird und sie wird durch Sliden nicht mehr nur eine Patrone pro Sekunde, sondern zwei Patronen pro Sekunde automatisch nachladen, aber das betrifft wirklich nur die Eva und nicht die anderen Schrotflinten. Weiterhin wird sich natürlich auch wieder die Rotation für Goldwaffen ändern, und zwar werden wir die R301, die RE45, die Mastiff, die Devotion und die Repeater als Goldwaffen finden können. Die Hemlock und die Alternator werden ab nächster Season natürlich wieder im Bodenloot sein, da der Replikator ab Season 20 keine Waffen mehr beinhalten wird. Als nächstes haben wir einige Änderungen für die Repeater. Ihr Basisschaden wird von 42 auf 39 verringert, ihre Munitionskapazität bei grauem Magazin von 8 auf 7, bei blauem Magazin von 10 auf 8 und bei lilanem bzw. goldenem Magazin von 12 auf 10. Der Schädelspalter-Multiplikator wird von 2,1 auf 2,0 reduziert, sie lädt nur noch einen statt zwei Schuss einzeln nach, die Ladegeschwindigkeit wurde reduziert und wenn man zukünftig drei Kugeln hintereinander nachlädt, beschleunigt sich das Nachladen der letzten Kugeln um 20%. Als nächstes haben wir die Hemlock und bei ihr wird der Schaden von 21 auf 20 reduziert, die Hüftfeuerstreuung vergrößert und die Streuungsverzögerung erhöht. Bei der Elster gibt es nur eine einzige Änderung und zwar, dass sie keine Laufstabilisatoren mehr ausrüsten kann, was bedeutet, dass sie halt nicht mehr so gut für etwas mehr Distanz sein wird. Bei der R99 wird der vertikale und horizontale Rückstoß aus der Hüfte erhöht und bei der R301 die Hüftfeuerstreuung verringert. Weiterhin wird das digitale Visier, wie bereits geleakt, ab Season 20 nicht mehr auf MPs gehen, was bedeutet, dass es nur noch auf Pistolen und Schrotflinten gehen wird und weiterhin wurde die Spawnrate des Visiers um 20% reduziert. Und als letzte Waffenänderung haben wir noch Änderungen für alle Stufen der Laservisiere und zwar wird der Streuungsmultiplikator überall verringert. Nun kommen wir zu den Legendenänderungen und hier haben wir als erstes alle schweren Legenden, also Gibraltar, Newcastle, Caustic und tatsächlich sogar Revenant und Pathfinder. Und zwar werden bei diesen Legenden einige Laufanimationen verändert, damit sie zwar nicht schneller laufen werden können, aber sich zumindest nicht mehr so schwerfällig anfühlt, also sich so anfühlt, als würde man etwas schneller laufen. Die erweiterten Behälter von Support-Legenden werden verbessert, da sie nicht nur noch Heilung, sondern auch verbesserte Ausrüstung, also Helme, Knockdown-Schilde oder Rucksäcke bringen können. Aber nebenbei auch trotzdem noch Heilung. Als nächstes haben wir noch Ballistik und zwar wird seine dritte Waffe, also Schlingenwaffe, zukünftig immer alle Aufsätze auf Grau haben und die Range seiner Ulti, mit der er seinen Teammates unter anderem unendlich Munition verleiht, wird von 13 auf 90 Meter erhöht. Catalyst bekommt zwei Nerfs für ihre Ulti, denn sie wird nur noch 15 statt 25 Sekunden halten und nur noch 40 statt 55 Meter lang sein. Für Conduit gibt es auch ein wenig und zwar wird der Cooldown ihrer Ulti auf 26 Sekunden erhöht, die Schildregeneration bei Teammates
Teammates auf 15 statt 20 Schild pro Sekunde verringert, aber dafür die Dauer der Schildregeneration von 8 auf 9 Sekunden erhöht. Bei ihrer Ulti wird die Haltedauer von 60 auf 45 Sekunden reduziert und die HP der einzelnen Minen von 250 auf 200 reduziert. Bei Krypto haben wir eine leicht erhöhte Geschwindigkeit beim Zurückrufen der Drohne und ein schnelleres Rein- und Rausladen in die Drohne hinein bzw. aus der Drohne heraus. Für Horizon und ihren Lift haben wir einen um 5 Sekunden erhöhten Cooldown von 20 auf 25 Sekunden und Lifeline hat in allen Modi, in welchen es das neue Schildsystem gibt, eine 50%ige Chance, einen Schildkern zum Boosten des Schildes aus ihrem Care-Paket zu bekommen. Maggie bekommt ein paar Änderungen für ihre Ulti, und zwar wird sie nicht mehr nach dem ersten Treffer auf einen Gegner zerstört sein, sondern löst eine Explosion aus, bevor sie dann noch ein wenig weiter rollt und eine zweite Explosion auslöst. Außerdem zerstört sie jetzt auch einen größeren Teil feindlicher Fähigkeiten und fliegt dort einfach hindurch. Bei Octanes Jumphead gibt es ein paar Anpassungen für den Doppelsprung, damit dieser nicht mehr ganz so weit zu hören ist, und bei Pathfinder wird man beim Scannen von Care-Paketen nicht mehr sofort seine Ulti um 100% aufladen, sondern nur noch um 50%, und das gleiche gilt auch für das Scannen von Ringkonsolen und Überwachungssendern, da er ja einen Perk bekommt, durch welchen er diese zwei Geräte auch scannen können wird. So, und das waren soweit eigentlich auch schon alle Patch Notes. Es gibt natürlich noch ein paar Bugfixes und sowas, aber das wird hier wohl kaum jemanden interessieren und es würde einfach definitiv den Rahmen des Videos sprengen. Falls ihr dazu aber mehr wissen wollt, packe ich euch gerne nochmal den Link zu den gesamten Patch Notes in die Videobeschreibung. Aber gut, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesen Änderungen haltet und lasst ansonsten auch sehr gerne noch eine Bewertung auf das Video da. Ansonsten bedanke ich mich noch fürs Zu-Ende-Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.